Willkommen zurück. Ob Empfängnisparty oder Tötung, das finden wir jetzt heraus. Was hinter der Nebelwand sich befindet, ist bestimmt ein Riesenabenteuer. Nicht wahr? Es könnte ein Boss sein, es könnte aber auch Essen und Trinken geben. Eine Grillparty. Wollen wir das herausfinden? Ja. Dann würde ich vorschlagen, schalten wir doch ins Spiel um. Mal gucken, ob ich das jetzt wieder so gut hinkriege. Ich bin überfordert. Bei Technikfragen? Michi fragen? Ja. Hervorragend. Du hast den Einsatz gut geschafft. Ja, verspätet, aber er ist da. Und auch jetzt haben wir ein Bild. Thorsten, Thomas. I would be happy to lighten your load. Er sagt nichts Neues. Nimmt dir den Ballast ab. Er sagt bestimmt auch nichts Neues. Nein. Dann, ja. Du solltest dich nicht weiter hinauszögern, den Moment der Wahrheit. Grillparty. Grillparty? Das Ding ist, ja. Ja? Jetzt müssen wir erstmal wieder uns da durchkämpfen. Nein. Du musst nur geradeaus laufen. Deswegen möchte ich da pieksen oder Magie? Ich möchte Magie machen. Eigentlich kannst du einfach gerade durchlaufen. Du hast letztes Mal noch gesagt, hier geht das. Ist nicht erfahrungsgemäß. Du hast auch gesagt, ich bin safe. Ja. Und wie wir in den Aufnahmen eindeutig zu hören haben, wurde dort eindeutig ein Wort wegzensiert. Das stimmt nicht. Denn ich sagte definitiv vorerst safe. Das stimmt nicht. Es ist keine Grillparty. Was aber ist? Es ist eigentlich auch eine Party. Warum? Es sind viele Gäste eingeladen. Moment. Halt, stopp. Nein. Alle. Nein. Ah. Ah. Bitte. Hilfe. Er markiert nichts. Doch, er markiert alle, weil das sie alles ein Gegner sind. Ich hab mich in die Einzelne. Kann man ihn... Ach, okay, ist das wieder sowas? Die müssten dir doch bekannt vorkommen, aus Dark Souls. Ja, ich wollte gerade sagen. Kann man die nicht alle billig abklatschen hier mit Magie? Aber ich mache ja keinen Schaden. Ja, das ist korrekt. Weil das sind seine Freunde, die ihn beschützen. Da unter ist der Riesenblob, den du treffen musst. Ich sehe die Dinger. Ich habe die Dinger gar nicht gesehen. Die Speere von denen. Die Speere sind immer da, wo sie rausgucken. Musst du weiter rüber? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Man kann auch nicht pausieren. Man kann nicht pausieren. Ich sehe meinen Bildschirm nicht. Das ist sehr schade. Ich muss sie erstmal alle wegmachen, oder? Ja. So billig, dass sie mich durch die Wand treffen, ist aber nicht, oder? Bitte? Ich habe sie schlecht verstanden. So billig, dass sie mich durch die Wand treffen, ist es aber nicht, oder? Doch, ich glaube schon. So wollen wir es haben. Die machen sich ja auch auf die Tour alleine. Ja, die spalten sich. Manche sind auch so eine Abspalter, weißt du? Ja. Ich möchte dich zuerst pieksen. Warum piekst du mich denn zuerst? Dann mache ich weiter Magie. Magie ist schon sehr stark gegen. Den Endmann kann ich dann nachher wegpieksen. Also ich kann ja blocken, Mann. Ich bin aber auch vergesslich. Ich kann ja die ganze Zeit blocken und ich vergesse die ganze Zeit, dass ich ein Schild habe. Es sind aber auch viele, die müssen aber alle... Aber die sind unwichtig. Du musst den Riesenklotz treffen. Also wenn du freie Flächen hast, so wie jetzt, klotz so auf ihn rauf. Denn das ist der Boss. Ja. Die anderen, der ist halt feige. Das ist ein feiger Klotz. Globo. Ich treffe ihn aber halt nicht. Da sind die anderen vor. Das solltest du in einen massiven Nahkampf gehen. Da ist doch eine freie Stelle. Da kann man einfach gerade durchlaufen. Nein, jetzt blocken. Ich treffe. Ich habe den markiert, aber ich treffe die. Aha. Jetzt hast du ihn ein bisschen getroffen. Solltest du ihn ein bisschen anpieksen gehen. Du hast nämlich gleich keine Magie mehr. Weil dann pieksen die mich ab. Da im Rhein in die Party. Siehst du, die pieksen mich ab. Ja, aber du pieksst ihn auch. Bitte lassen Sie mich gehen. Ah. Ihr piekst mir zu. Ah. Es ist sehr dunkel. Kann man das heller stellen, das Spiel? Weil ich sehe irgendwie, meine Augen sind sehr schlecht. Ich glaube nicht, dass das bei unserem PlayStation-Spiel ging. Dann müsstest du den Monitor irgendwie heller machen. Okay. Weil was die Leute sehen, wissen müssen, wenn die das hier sehen, ich bin sehr blind. Ich trage auch meine Brille in den Augen. Falls man versteht, was ich meine. Ich trage Kontaktlinsen. Ich bin sehr blind. Du bist Captain Four-Eye? Deswegen... Was? Eigentlich kann man sagen, ich mache dieses Spiel blind. Ja, das ist so ein richtiges... Eigentlich könnte man sagen,
Das ist das originalste Blind-Let's Play, was es überhaupt gibt. Eigentlich ja. Blinder geht es nicht. Oh, guck mal, Magie ist ja richtig krank. Gegen Magie ist einfach super. Ich halte mich nochmal. Wahrscheinlich werden wir irgendwann als Noobs bezeichnet werden, das weil wir mit der Noob-Magie arbeiten. Das ist in Ordnung. Ich bin blind, das darf ich. Aber ich habe auch nie mit Magie gespielt. Ich habe die um uns zu verteidigen. Ja, musst du blocken. Wir beide haben die ganzen anderen Dark Souls-Spiele alle ohne Magie gespielt. Das heißt, wo sind denn hier freie Stellen? Du hattest mal einen Pyromanten. Ja, aber den habe ich auch nur manchmal verwendet. Eigentlich bin ich immer so ein Tank-Stärkebild gegangen. Ich war halt eigentlich schon ein Brecher, den man nicht aus der Weltgeschichte geschmiert bekommen hat. Das war wohl so, ja. Ich trau mich nicht mehr. Erstmal hier plündern. Mann, nicht ihn. Ihn. Nein, nicht ihn. Ihn. Ich will den großen Klops. Ich habe keine Magie mehr. Ich geh rauf. Ja, das war ein herzhafter Sprung. Direkt in den Globo. Bums. Und nochmal. Schön. Schön zerpieksen den Typen. Guck mal, jetzt ist hinten offen. Einfach rauf. Man ohne Markieren am besten. Der ist ja groß genug, da trifft man immer irgendwas. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Magie. Bisschen Magie am Start. Ich sehe halt, ich möchte dir sagen, was ich sehe. Es ist einfach nur ein Blob mit Licht in der Mitte. Das korrekt, das sehe ich auch. Aber ich sehe. Mehr ist er auch nicht. Für mich sind die ganzen kleinen Dinger, die da rumwuseln. Da ist wieder was frei, da kannst du hinlaufen. Irgendwie gehören die da alle mit. Das sieht irgendwie sehr verwirrend aus für mich. Ich möchte aber auch nicht hier mich rausreden, dass ich schlecht bin, weil das bin ich definitiv noch. Ich werde das Spiel noch richtig auseinandernehmen. Ich mache definitiv. Hier, wenn das einmal durchgespielt ist, dann mache ich hier ohne Kontakt in den Run. Half blind. Hier sind so viele Leute. Ich kann das alles nicht mehr. Leiche. Immer drauf. Ich kann doch nicht Sachen einfach liegen lassen. Oh, guck mal, der ist fast tot. Nein, nicht sterben. Ich habe wieder Magie. Wenn er irgendwann mal wieder... Du wirst sie nicht retten. Doch. Siehst du? Halleluja. Hey! Du hast mich eines Besseren belehrt und damit hast du deinen ersten Demon's Souls Boss gelegt. Im First Try. Beim ersten Versuch? Also, jetzt sind wir menschlich. Ah! Zack, da kommt das Begrüßungskomitee. Direkt in den Rücken. Den steche ich so ab. Übrigens, du bist nach dem Boss nicht safe. Danke, dass du mir das sagst. Aber da kann ich mich hier hinsetzen. Kann ich mich da hinsetzen? Oh, Scharfscheinscherben. Boah, 6000 Seelen. Ich würde jetzt sofort in Nexus gehen, weil jetzt können wir leveln. Ich will erstmal ein bisschen hier noch rumballern. Du weißt, wie das bei Sekiro endete. Ah, ich brauche ja nur noch. Die nehme ich noch mit, den nehme ich noch mit. Zack, war das Geld weg. Ich gehe ja schon. Aber es ist ja kein Geld. Es sind Seelen. Es ist noch viel schlimmer als das Geld. Ich habe keine Nur noch Seelen. Den einen. Puff, tot. Ich bin nicht gierig. Ich sehe immer noch das traurige Gesicht vor meinem inneren Auge, als dort stand tot im roten Kanji. Oh. Oh, Sequenzenzeit. Möchtest du ein bisschen rüberkommen? Du bist ja so weit entfernt. Ach. Danke, hallo. Ich Füße. Das bin ich. Das ist mir zu hoch. Hast du Höhenangst? Nee, ich nicht. The Monumental will explain the Nexus to thee. Jetzt? Das heißt, du kannst immer noch nicht leveln, glaube ich. Aber du kannst mal hingehen. Ich weiß es nicht. Jetzt? Vielleicht musst du auch erst mit dem Gewaltigen reden. Jetzt
ist erst der Zeitpunkt, wo ich es erklärt bekomme, was es überhaupt ist. Weil sie gesagt hat, jetzt erklärt er mir den Nexus. Ja, du musst sie erst beweisen. Oh, die reden dieses Altenglisch, das finde ich witzig. Nee, du, da was Neues? Still alive. I am impressed. This is something that might interest us. The Black Road Maiden of the Nexus looks after the flames. She's a morose type, with eyes occluded by wax. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Elden Ring. She can control souls. An wen? No other. War das nicht da? Bring her the souls of men. Moment. And demons. And she will embolden your flesh and blood with their power. Oder war das in Dark Souls? Was? Warte gleich, ich muss eben zuhören. Wo man in Wachs baden kann. War das Dark Souls? Das war Dark Souls 3. Aha. Ich habe das alles zu dicht beieinander gespielt. Du meinst das mit dem Kopf reinstecken? Genau, da war ich so verwirrt, warum man sich in Wachs kleiden kann. Das war super. Weißt du noch, wie genervt ich war bei dieser Stelle? Mit den Händen? In der Bibliothek. Ich bin da... Es ist sehr einfach, eigentlich. Ich glaube, jeder kennt das, der auch dieses Video sehen wird. Gehe ich mal von aus. Wenn nicht, ist es einfach. Es ist wirklich einfach. Aber sag das mal meinem Ich vor einem Jahr ungefähr. Eigentlich sind die Spiele alle einfach. Wenn man es genau nimmt, ist Dark Souls, Demon's Souls, Sekiro, die sind eigentlich alle super easy. Wenn man keinen Fehler macht, sind die total einfach. Dann schaffst du jeden Boss first try. Ne, aber macht man halt Fehler, zack, stirbt man. Ich dachte, das war eine gute Aussage von dir. Ich weiß. Ach, hier geht's noch weiter. Ich habe witzige Schuhe an. Harald hat echt witzige Schuhe. Wir haben so Spitzfüße. Siehst du? Ja. Ach, du Heilige. Wir haben richtig spitze Füße. Das erinnert mich an diese komischen Narren, weißt du? Fast. Mich erinnert das, ja. Dann brauchst du nur so eine Bimmel vorne dran. So dring, dring, dring. Ja, so ein Clown. Aber mich erinnert das auch so ein bisschen an diese Holländerschuhe. Diese Holzschuhe. Ja. Mann, ich verlaufe mich hier. Da geht's schon wieder los. Weißt du, was wir dieses Video noch nicht gemacht haben? Gelevelt. Haralds Schönheit begutachtet. Oh ja. So. Mm. Das muss einmal gemacht werden, weil das ist wichtig. Was eine schöne Frau. Die ist wirklich unfassbar schön. Na toll. Und jetzt? Tja, da bist du vielleicht vorbeigelaufen. Dinge passieren. Warum bauen die hier ein Labyrinth? Es soll Sicherheit und Zuflucht geben und kein Labyrinth. Das tut es auch. Ist der das? Siehst du das nicht? Das ist der Gewaltige, sieht man doch. Also gewaltiger wird's nicht mehr im Spiel. Vielleicht später bei Boss. Was? Bosse. I am one of the monumentals. Sehe ich. You preserve the fabric of reality. There is something thou needest to know. Once, we too, a scourge of demons faced. Oh, ich dachte gerade, ich habe es kaputt gemacht, aber es ist einfach nur schwarz. Under a benevolent rule, the world was united, owing to the soul arts. Until a lust for power caused the awakening of the old one. Across the land seeped a colorless, deep fog, and the world faced extinction at the hands of the demons. Thanks be, we were able to lull the Old One back to his slumber. Yet only after the loss of innumerable souls and half the world lost, erased by the fog. In order to mend the fabric of what land still remained, we entrusted six elders with six
precious archstones. One, the king of a small yet diligent land. One, to the king of the burrowers underground. One, to the wise queen of the great ivory tower. One, to the chieftain of lost and ill-fortuned souls. One, to the shaman of the tempest-worshipping shadowmen. Der sieht nicht gesund aus. And the last, to the great giants of the northern lands. The archstones were placed at nodes across the earth. We contained the old one inside this nexus and banned the soul arts. Finally, we became monumentals, half-living sentinels of the fabric of reality. Alas, the other monumentals have perished, and only I remain. Der arme kleine Mann. Der gewaltige. Gewaltiger arme Mann. Now it is your turn. You must lull the old one back to its slumber and seal it away for all eternity. If not, the deep fog will absorb all that we know. Have you the strength to accept this mission? Wenn ich jetzt Nein klicke, ist das Spiel dann zu Ende? Das Spiel instant zu Ende, hast durchgespielt. Perfekt. Nehme ich sie an. Sind wir bereit? Gib mir deine Hand. Sind wir bereit, diese Mission anzunehmen? Ja. Ach. Ja, wir schaffen das. Okay. Das ist doch wohl selbstverständlich, dass wir das schaffen. Wenn wir keine Fehler machen, ist es einfach. Eben. Easy. Alles first try. Ja. Zack. We are fortunate so wie ich den Boss. To have you. Now, go forth and destroy every last demon. The old one, without demons to feed its souls, will a new servant seek and lure you to its bosom. Weißt du, was ich traurig finde? Er sitzt da neben den ganzen toten Menschen, oder? Ja. Die sind alle tot. Ja. Das ist unschön. Und keiner trägt ihn da weg. Hat er keine Beine mehr? Keine Ahnung. Aber wenn er Beine hätte, würde er nicht einfach weggehen können? Eigentlich ja. Oh, sind das tote Menschen, die von der Decke hängen? Man weiß es nicht. Vielleicht ist es aber auch nur Verzierung. Wo bin ich? Wo kann ich wieder weggehen? Du musst jetzt wahrscheinlich wieder runtergehen. Du hast jetzt mit dem Gewaltigen gesprochen. Und jetzt wird es Zeit, endlich die Seelen auszugeben für ein bisschen Level-Krams. Es ist mir zu viel hin und her. Hier kam ich her. Mein Gott, ist das verwirrend. Findest du? Ich hab's nicht so mit Orientierung. Und hörst du einen Unterschied? Von was? Du hörst Schritte. Und du läufst. Ach, hat man das vorher nicht gehört? Nein, weil du da ein Geist warst. Ich finde, das ist so ein witziges Detail, wo man erst gar nicht drauf achtet, bis man immer merkt, hey, wenn du menschlich bist, dann bist du ja auch nicht so durchsichtig. Wie cool. Und dann hast du halt auch klack, klack. Wie cool. Theoretisch könntest du jetzt den Ring abnehmen, der die TP-Verlust wegmacht, weil den brauchst du ja aktuell nicht, weil du bist jetzt ja Mensch. Aber wenn ich sterbe, bin ich wieder untot. Ja, dann kannst du den Ring ja wieder ansetzen. Aber solange würde ich mir einen Buff auf was anderes geben. Was haben wir denn noch so? Belastung und so. Welcher ist denn das? Ring der Adhäsion. Was haben wir noch so? Verbessert die Tarnung vor Feinden. Traglast? Lassen wir erstmal Traglast machen. Ich weiß nur nicht, ob das die Traglast jetzt für Gegenstände ist oder für Ausrüstung. Das ist besser, ne? Das ist besser? Moment. Magieverteidigung, Schlagverteidigung. Dafür ein Feuer schlechter. Aber auch nur ein bisschen. Aber dafür auch nur ein bisschen stärker als das andere. Ja, komm. Aber dann hast du deine lustigen Schuhe aufgegeben. Nur wegen ein bisschen mehr Schlagverteidigung. Ja. Warum ist denn Zaubererhandschuhe hört sich viel besser an als alte zerfetzte Handschuhe? Die sind besser. Naja, Ansichtssache, ne? Guck mal, oh, Alter, guck mal, die Seuchenresistenz, wie die hochgeht. Alter, was ist denn das für ein Zottelgewand?
Können wir das überhaupt, wo sehen wir, ob wir das noch tragen können? Unsere Krone behalten wir. Unsere Krone ist wichtig. Bist du was Besseres, ja? Das kann man, glaube ich, nicht sehen. Ich glaube, das muss man hier nur ausrechnen. Wir haben ein Bastardschwert übrigens. Ja, aber das können wir halt nicht tragen, weil wir halt nicht gut genug sind. Weil das, glaube ich, viel Stärke braucht. Guck mal nach X. Da 18. Wir haben nicht mal im Ansatz. Wie viel 18. haben wir? Wo steht das? Wir haben 9. 9 Stärke. Wo siehst du das? Das weiß ich noch, weil ich mir das gemerkt habe. Aber du kannst es dir auch im Charakter oben angucken. Ach ja. Da, Stärke 9. Okay, auf was leveln wir denn? Oh, wir hatten denn uns auf? Geeinigt, dass wir ein bisschen Magie weitermachen. Aber ich weiß nicht, ob wir doch noch auf Stärke oder ob wir auf Geschicklichkeit bleiben. Wir haben immer noch Spitzschuhe. Dafür haben wir jetzt so ein... Wir sehen aus wie so ein Baum. Ja. Wir könnten so ein Baum-Cosplay machen. Wir sind so ein Tannenbaum. Mir kommt das Gewand irgendwie bekannt vor. Als hätte ich es schon mal irgendwo in einem Dark Souls-Titel gesehen. Wir sind auf jeden Fall noch hässlicher als vorher. Das kann man ruhig mal so sagen. Hast du gerade gesagt, Harald ist hässlich? Hübsch, was die Klamotten angeht. Harald, ihr Gesicht ist wunderschön. Hast dich gerade verraten. Du hast Harald als hässlich bezeichnet. Nein, ihre Klamotten. Wir sind wunderschön. Guck dir diesen starren, stumpfen Blick an. Ich habe mir gerade nachgemacht. Hast du das gesehen? Was denn? Hast du gesehen, wie ich ihren Blick nachgemacht habe? Nein, leider nicht. Der Vielleicht sollte ich mir das nachher in der Aufnahme anschauen. Ja, und dann löschst du sie, weil du denkst, ach du Scheiße. Kann ich hier runterspringen? Ja. Fragen und dann sofort tun, sodass man gar keine Reaktionsmöglichkeit mehr hat. Das ist gut. Ich hoffe, sie ersticht mich nicht mit ihrem riesen Kerzending. Geht sie mit mir rum? Ja, sie hört dich ja. Möchte sie sich einen Tanz bilden? A brave soul who fears not death. Prithee, lull the old one back to its ancient slumber. Ui, Blauaugenstein. What is it? Okay. Dost thou seek soul power? Ja, ich suche Kraft. Ja? Suche ich Kraft? Ja, tust du. So be it. After all, thou requirest strength. Go forth, touch the demon inside me. Let these ownerless souls become thine own. Ich fand das immer irgendwie ein bisschen zweideutig. Ich soll ihren Dämonen von innen anfassen? Mhm. Was sie damit wohl meint. Man weiß es nicht, man munkelt. Sie gibt mir ihre innere Kraft, ich muss sie nur entbrennen. Jetzt können wir endlich leveln. So, was soll ich nehmen? Ich bin hin und her gerissen. Stärke ist natürlich nice. Wir können uns darauf einigen, dass wir Vitalität erstmal auf 10 setzen. Ja, wollen wir Vitalität ist immer gut. Wollen wir einen Stärke-Magiewert machen? Oder machen wir doch Beweglichkeit? Es gibt halt auch gute Katanas, ne? Ja. Eventuell. Also, wir müssen uns jetzt entscheiden. Müssen nicht. Aber, also Vitalität, 2 Punkte reinzuklatschen, kann niemals verkehrt sein. Und dann würde ich Stärke vielleicht auch nochmal auf 11 machen? Ach, ich weiß. Ich würde vielleicht ein Kondition ist auch immer wichtig. Wir brauchen auch Ausdauer. Ich würde ein Stärke-Magie-Bild tatsächlich bevorzugen. Bin nicht abgeneigt von diesem Gedanken. Wollen wir erstmal nur Magie skillen? Aber Stärke ist dann halt auch wieder Magie. Magie ist, glaube ich, hier... Ja, du kannst einen auch Magie machen. Das ist immer gut, weil ich mag ja keine krummen Zahlen, weil, weißt du ja. Aber 15 ist auch schon wieder 15 gut. Ist immer noch gut. Gut. Willst du noch vielleicht Kondition reinprügeln? Oder was ist Beweglichkeit? Beweglichkeit ist ja Geschicklichkeit in Dark Souls, also Geschicklichkeitswaffen. Wollen wir noch eine Kondition und eine Beweglichkeit? Ja, oder wir gehen auf Stärke. Ich meinte, würden wir auf Stärke 10 gehen, könnten wir uns zumindest das Langschwert holen, wovon natürlich keine Seelen mehr werden. Jetzt zu spät, jetzt sind wir es. Die Frage ist, geben wir jetzt Kondition, Stärke oder Beweglichkeit? Kondition war es nie was falsch. Was ist denn das nochmal genau? Na, Kondition, Ausdauer, deine Ausdauerleiste und deine Traglast, damit du mehr schwere Sachen tragen kannst.
Stärke oder Beweglichkeit? Ich weiß es nicht. Wollen wir Xing Chong Chong spielen? Einer von uns setzt auf Stärke und einer Beweglichkeit. Und wer gewinnt, das machen wir als Bild. Ja, drei von Best of Three oder was? Ja. Ich bleib bei meinem Beweglichkeitsbild. Dann sag ich Stärke. Okay. Aber weil ich finde beides nicht schlimm, du auch nicht. Wir können uns gerade einfach nur nicht entscheiden. Ja, ich finde, das ist halt die Frage, weil Beweglichkeit sind wir schon. Ich weiß halt nicht, wie es bei Demon's Souls geartet ist. Aber wir können das aus Xing Chong Chong, obwohl wir dann auch wieder unzufrieden sind, ne? Ja. Komm, lass Stärke machen. Stärke war immer gut. Scheiß drauf. Ich ärgere mich nur nachher wieder. Stärke? Dann lass uns Beweglichkeit machen. Was? Was denn jetzt? Wir können eh nicht mehr ableveln, wir haben zu wenig. Aber ich würde. Kannst du nicht noch Seelen poppen? So. Ja. Du und dein schmutziges Hirn. I'm only here to tend to the flames. I keep the candles lit and serve the brave demon slayers who are trapped here. Ja. Art thou done? May thine strength help the world be mended. Da hat sie immer so einen kleinen Hacker drin. Das fand ich immer super. Echt? Muss ich gleich mal drauf achten. Nein, das hört sie nicht. Das zum Schluss. Dann ist immer so eine kurze Pause und dann redet sie weiter. Ah. Finde ich witzig. Also wir bleiben jetzt auf Dingsens. Wir machen jetzt Stärkezauber, einen starken Zauberer. Ja. Wir haben keine Dinger. Ich dachte, wir haben... Ach doch. Doch, wir haben. Ich weiß bloß nicht, was sie bringen. Du kannst eh immer nur einen benutzen. Wir sind hier halt so richtig... Ist schon genug. Wow, 200. Viel zu viel. Wenn wir natürlich erst alle poppen würden, dann würden wir noch mehr Level reinhauen können. Wollen wir das? Willst du das? Nee, wir beweisen unseren Skill, indem wir einfach gut sind. Stärke? Ja, komm, mach Stärke jetzt. Haben wir ein Stärke? Wir haben doch ein Schwert, oder? Haben wir noch ein Schwert? Mann, sei doch mal leise hier. Ich sag ja schon nichts mehr. So. Mann, ich will da oben. Nö. Kein Schwert für uns. Wir hatten doch aber ein Bastardschwert war nur noch, ne? Das war das mit 18. Wenn wir 18 hätten, dann hätten wir aber schon natürlich einen ordentlichen einen Klopper, ne? Dann hätten wir schon ordentlich. Kannst du das mal anziehen, ob das, wie das so aussieht? Ist das groß? Das müsste da eigentlich so ein riesen... Boah. Das ist wieder so ein Schwingschwert, ne? Pass ja. Auf die NPCs. So ein Schwingschwert ist eigentlich geil. Das ja. Finde ich eigentlich schon gut. Ja, das klatscht halt immer gut rein. Aber es ist jetzt halt gerade nicht unsere Wahl für das, was wir tun wollen. Können wir den schon nehmen? Den Kettenbrecher? Aber es ist auch kein Der Kettenbrecher war, glaube ich, schlechter als unser Schnitzschwert. Wo siehst du, dass wir dafür 18 brauchen? Was denn? Wo siehst du das? Na, da unten, da wo das Rot steht. Benötigte Werte. Ich habe die Farben nicht gesehen. Also bist du etwa auch farbenblind? Weiß ich noch nicht. Also nehmen wir jetzt erstmal die beiden wieder mit. Zack. Ja, was anderes haben wir ja auch gar nicht. Gar keine andere Wahl. So, wie geht's jetzt weiter? Have you met the last surviving? Those fools revived the old one. On a whim. And now they've trapped us here in the Nexus in a desperate attempt to undo their mistake. It's all a travesty, if you ask me. Ich bin dafür. Ich habe jetzt schon so viel gespielt. Jetzt bist du wieder in der Reihe. Ich bin dran. Ja. Okay. Weil ich weiß ehrlich auch nicht, wo ich jetzt weitermachen soll, deswegen schaue ich einfach zu. Das ist jetzt der große Knaller bei Demon's Souls. Denn jetzt haben sich diese Kaltsteine hier geöffnet, die man hier sieht. Also einen haben wir ja schon fertig, ne? Nein. Wo wir gerade den Boss gemacht haben? Die ist doch noch nicht fertig. Ach so, ich dachte... Da geht's doch noch weiter. Ach so. Dann haben wir noch den und so geht das hier einmal drum rum. Dann würde ich sagen, wir machen das jetzt zu Ende, wo wir angefangen haben. Das kann ich schon mal sagen, kannst du eh noch nicht zu Ende machen. Ach so. Dann wirst du irgendwann in eine Sackgasse kommen, aber mehr verrate ich nicht. Wo sagst du denn, ist das Beste jetzt weiterzumachen? Das habe ich, da konnte ich mich schon bei meinem ersten Durchlauf nicht entscheiden. Dann habe ich einfach gesagt, spiele ich einfach gar nicht weiter. Ich würde, ach so, also so weit warst du jetzt auch nur. Ich war noch ein bisschen weiter, ich habe noch ein bisschen mehr gesehen. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach der Reihe nach immer auch weiter. Das kann man natürlich tun. Ich habe auf jeden Fall hier, ich glaube es war hier. Es müsste das gewesen sein. Es gibt da etwas, was man machen kann, was ich noch dunkle Erinnerungen habe. Da kann man durchlaufen und dann kann man halt sich was ganz Tolles holen dafür. Ja. Da, es liegt bei einer Leiche irgendwas. Ich glaube, es war ein gutes Schwert, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ein gutes Schwert war. Frage ist, ist das aufgebaut nach Schwierigkeitsgrad? Die Welten? Ich gehe hier mal rein. Ja, das ist das.
Wenn man da durchläuft, kann man da ganz schnell sich was abgreifen. Was am Anfang ziemlich gut ist. Okay. Jetzt kommt aber ob ich das schaffe, weiß ich nicht, weil ich den Weg nicht mehr weiß. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Das ist schon etwas fortgeschrittenes Gebiet. Ich möchte es mal ausprobieren. Ach, die gehen also wirklich schwierigkeitsmäßig rein? Weiß es nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass diese Gegner mir hier gleich mächtig auf den Sack gehen. Es sieht auf jeden Fall... Aber du hast ja halt auch Magie. Das ist halt auch noch ein bisschen einfacher. Ja, aber die sind halt auch relativ schnell. Was sind sie wieder? Die Skelette. Das ist aber auch wirklich gut mit der Magie. Wie... Das Ding ist... Ich habe halt in den ganzen Spielen keine Ahnung, wie man mit Magie umgeht. Ich auch nicht. Wie man es skillt, wie man Dinge auswählt. Ob wir jetzt, wenn wir jetzt einen Zauberstab haben, ob die haben natürlich bessere Werte. Manche Zauberstäbe. Aber ich weiß nicht, wie man das alles miteinander handhabt, weißt du? Ich auch nicht. Ich habe da gar keinen Plan von. Ich bin halt ein Hau drauf gewesen. Ich auch. Stumpf und dumm. Ja. Ich war halt immer ein Krieger, der so doof war, dass manche NPCs mit mir auch gar nicht geredet haben und mir einfach ganz klar gesagt haben, du bist mir zu dumm, mit dir rede ich nicht. Echt? Ja. Kennst du das nicht? Bei Demon's Soul 2 war das. Der hatte einen mit dir nicht geredet, weil er gesagt hat, du bist mir einfach zu blöd. Mit dir rede ich aber nicht. Demon's Souls 2, das kenne ich nicht. Was? Dark Souls. Entschuldigen Sie, ich bin gerade ein bisschen angespannt. Stimmt, war das nicht der bei dem Boot? Ja, der eine, der gesagt hat, du hast noch nicht, weiß ich nicht, was du hattest. Aber stimmt. Auf jeden Fall hat er mir definitiv ganz direkt gesagt, ich bin ihm zu dumm. Das hat er zu mir auch gesagt. Da oben, siehst du das da? Das, was da leuchtet, das wollen wir haben. Das, wo der Rotauge ist. Ist doch nicht schwer. Ja, natürlich ist es nicht schwer. Hier kommen ja nur jetzt tausende von diesen Super-Hippies. Ich werde die mal alle versuchen, einzeln nacheinander... Solange du dich wieder aufstehst, ist doch alles gut. Aber da liegt auch noch was. Das möchte ich auch haben. Ich versuche das mal irgendwie hinzukriegen. Pussy Mode activated. Mit Magie ist das aber auch wirklich sehr stark. Diese Magie ist wirklich unfassbar stark. Aber er auch. Hilfe. Du bist einfach rausgerollt aus seinem Schnitz. Ich bin rausgerollt. Was habe ich denn hier noch so? Habe ich auch noch billig Gras? Ich würde gerne ein bisschen Billiggras konsumieren. Oh, das könnte aber gestreckt sein. Wir haben auch kein Billiggras. Wir begeben uns... Wir haben nicht viel Gras, aber was wir haben, ist gut. Mit Billiggras, das kommt mir nicht ins Haus. Das kommt mir nicht ins Inventar, weil ein Haus haben wir nicht. Es ist kalt hier, haben wir ja schon erwähnt. In der Antarktis? Ja. Mein Gott, es ist aber auch schon wieder kalt. Ich friere aber auch wirklich. Ich habe auch schon wieder richtig Gänsehaut. Und dennoch noch diese Grusel-Grusel-Stimmung hier. Hallo. Würde uns doch bloß jemand etwas Essen spendieren. Gibt's wohl nicht. Wir müssen alles selber machen. Oh nein, nein, jetzt kommt er auch noch. Oh, was ist... Vielleicht plündern. Ich muss weggehen. Nein, ich kann hier nichts plündern, weil ich gerade angerollt werde. Hilfe, Hilfe. Ich kann alles. Der rollt aber auch wirklich unfassbar schnell. Ja, er ist ein Superroller. Es ist halt schon... Wir sind halt ein bisschen underskilled hier für das Ganze. Aber er hat auch gerade einen KI-Aussetzer. Das ist gut. Den KI-Aussetzer machen wir uns gerade zu nutzen. Oh, da fällt er. Wie war denn das nochmal? Ich weiß, dass ich gleich irgendwann irgendwo links muss. Oh, er geht auch wieder zurück. Er sagt sich, ich habe keinen Bock mehr. KS, Schrein der Stürme. KS, Stein. Schrein. Oh, jetzt kommt der nächste von seinen Buddies. Schieß ihn ab. Mach ich. Bums. Wo kriegen wir denn eigentlich neue Magie her? Weil warum schießt du denn auf mich? Wo will er denn hin? Er ist der Brummkreisel. Ich habe ein bisschen Angst. Ich bin ein bisschen angespannt. Och Mann, jetzt kann der mal mit seinem blöden Pfeil aufhören. Ja, toll. Ganz, ganz stark gemacht, Spiel. Ich mach dir das. Pass auf. Oh, das habe ich schon gesagt. Wenn das Spiel schlecht programmiert ist, dann stirbt man. Ich mach dir das. Pass auf. Am Spieler liegt es nämlich nicht. Es ist immer das Spiel schuld. Ich mach dir das. Jetzt kannst du den Ring wieder anziehen. Sind wir jetzt zu schwer? Weiß ich nicht. Nö. Nee. Aber jetzt haben wir auch keine Schritte mehr. Oh, war das ärgerlich. Vielleicht ist Durchrennen doch die bessere Idee. Jetzt ist ja eh alles egal. Jetzt können wir auch bald Kamikaze machen. Wo wir jetzt auch schon wieder so viele Seelen haben, dass wir schon wieder leveln können. Oh, dass die Seelen nicht verstreichen. Die lagen doch da irgendwo. Kannst du die einsammeln? Ich bin gestresst. Also mit der Ruhe. Ich hab das. Ich schaff das. Ich bin tiefenentspannt. Ich nicht. Ich sah uns schon die Seelen verschwinden.
Sowas passiert mir nicht, sowas kommt nicht. 1600 schon wieder. Hier kann man nämlich auch richtig gut farmen eigentlich. Wenn man immer feige, immer die ersten 2, 3 wegschießt. Das habe ich eventuell auch ein paar Mal gemacht. Oh, ich habe daneben geschossen. Ich wäre kein guter Samenspender. Gleiche Plünder. Kann ich hier da oben schon fokussieren? Nein. Nein, den wollen wir auch gar nicht fokussieren. Der ist super stark. An dem wollen wir aber nur vorbeilaufen. Kommt der da schon angerollt? Nein. Ich glaube, da gab es ein Falchion oder irgendwie so ein Kram gab es da. Das war ganz gut. Du schießt ihn einfach feige ab. So wie er mich feige abschießen will. Ja. Das kann man natürlich machen. Das ich, sag dir, ich mach dir das. Das ist gut. Dann mach weiter. Ich weiß nämlich gar nicht, was dein Problem ist. Jetzt sammle ich hier noch entspannt das Ding ein. 5 Halbmondgras. Können wir mal gebrauchen. Und da oben muss ich einfach vorbei. Ist der denn jetzt schon tot? Ist der schon tot? Wann hast du den denn tot gemacht? Ich bin einfach gut. Mann, Ich bin fasziniert. Das Plup. Sieht sehr souverän aus. Plup. Zumindest souveräner als bei mir. Plup. Ich bin halt einfach gut. Das kannst du mir ruhig so sagen. Dann bin ich automatisch schlecht. Nein, wir können auch... Ah! Wir können auch gleich gut sein. Nein, das geht nun wirklich. Zack. Oh, der Controller blinkt. Ich glaube, der muss gleich mal geschlossen werden. Angeschlossen. Angekneistert, sagt sie. Warte, ich sehe das Ladekabel. Ich werde es schnell greifen. Da oben stehen Leute. Das heißt, ich muss jetzt einfach vorbeirennen und alles einsammeln, was ich finde. Ja, aber erst möchtest du den Controller anschließen. Nee, jetzt gerade nicht, weil die schießen mich an. Du musst... Warte, wie war denn das? Du musst da durch... Soll ich das versuchen? Ja, dann schließ ihn gleich mal an, weil du wirst von oben jetzt abgeschossen. Ja, das ist auch unwichtig. Das wollen wir auch gar nicht. Dahinter ist nämlich auch ein Dicker. Das wollen wir auch nicht haben. Klack! Du gehst jetzt durchs... Woran sehe ich denn jetzt, dass das lädt? Ist der eingesteckt da hinten? Weiß ich nicht, eigentlich schon. Vorbereitung ist das A und O. Ja! Sollte der nicht rot leuchten? Eigentlich sollte er leuchten. Ihr leuchtet nichts. Jetzt? Nee. Hast du da, als du das geändert hast, irgendwas kaputt gedingelstens? Nein. Dann steck ihn mal in den PC ein. Nicht, dass ich wüsste. Technik. Ja. Immer wieder ein Spaß. Vor allem, wenn man dann alles im Kartensalat hat hier. So, ich mach mir jetzt Spaß. Achso, ich kann gar nicht mit Tastatur spielen, wenn wir schon auf Controller geschaut. Ich schaff das. Das geht. Nein, das geht ja gar nicht. Das lassen wir alles drin. Daran sieht man, dass wir live aufnehmen. Wir sind am PC. Ich hab gerade. Wir sind am Fernseher, meine ich. Ich hab gerade nicht versucht, mit Tastatur zu spielen. Das wissen die eh alle schon. Wir spielen am Fernseher. Was habe ich getan? Oh, jetzt blinkt er. Das heißt, er leuchtet. Das heißt, der Adapter da war kaputt, der. Das weiß ich nicht, aber dafür habe ich jetzt keinen Ton mehr. Du hast keinen Ton mehr? Ich höre nichts. Ich habe noch Ton. Es ist halt auch sehr leise gerade. Ich höre eigentlich alles nur einseitig. Jetzt höre ich wieder richtig. Es funktioniert alles. Kann wieder hören. Und es funktioniert ich alles. Ich bin verbunden. Ich bin bereit. Ich bin bereit zu sterben. Ich weiß, der Weg war nicht schwer. Ich weiß nur eins. Ich hab's vergessen. Ich hätte diese Wartemusik jetzt singen sollen. Dum, dum, dum. Ich muss hier durch. Das weiß ich. Zu dem dicken Klops wollen wir erstmal gar nicht. Oh! Oh, oh, oh! So, da wollen wir lang. Ich werde mich sicherheitshalber noch mal ein bisschen Halbmondgras nehmen. Ja. Weil ein bisschen Halbmondgras macht immer Spaß. Oh. Und das musst du haben. Ja, oh. Ich hab's nicht mal aufgesammelt, ich sehe nichts. Ich hau jetzt bloß ab. Renn. Und dann können wir aufleveln. Dann können wir schon wieder aufleveln. Wir haben schon wieder 3000 Seelen. Wir sind so unfassbar gut. War eigentlich doch ganz einfach. Hättest du auch hingekriegt. War ja eigentlich... Ich habe den großartigen Move gemacht, aber eigentlich hast du die Arbeit gemacht. Danke, dass wenigstens gewertschätzt wird. Ja, das wird wertgeschätzt. Das Schwerste hast du gemacht. Aber ich habe eigentlich gedacht, der Weg wäre noch länger. Ich bin halt eigentlich auch einfach der Pro-Gamer hier unter uns. Ach.
Pass auf, jetzt war es totaler Mist. Halbmond, Falchion, schau es dir an. 172 Angriffsstärke, da klingelt es aber richtig. Es ist schon plus 1. Geh mal auf X, ob wir das tragen können. Das können wir tragen. Es hält, glaube ich, nur nicht so viel aus. Aber von Angriff 80 auf 172, das ist schon gut. Das kann man mal eben machen. Dann probier es mal aus, schwing das mal. Und es ist, glaube ich, Alter, ist das nicht toll? Guck mal, ist sie tot? Oh. Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Aber, wie man sieht, ich habe dieser Frau meinen Standpunkt klar gemacht. Du. Instant-Spiel kaputt gemacht. Wir hätten uns die ganze Zeit nicht mehr leveln können, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie peinlich genau dieses Spiel ist. Ich gebe dir den Controller wieder. Ich habe heute irgendwie habe ich heute Scheiße an der Hand. Ich habe mich gerade fast eingepinkelt. Ich auch. Ich habe sie gar nicht gesehen. Auf einmal schwang das Schwert dort vor ihrer Stirn. Du hättest fast ihren Fuß abgeschnitten. Naja. Dann wäre sie nicht nur blind. Das Ding ist, sie ist halt blind. Sie wüsste halt nicht, wer das war. Nee, das Gute ist, sie kann uns jetzt gerade gar nicht böse sein. Weil sie ja gar nicht weiß, von wem dieses Schwert gerade kam. Sie hat vielleicht den Schwung gehört. Aber mir auch nicht. So, Stärke haben wir gesagt. Ist das überhaupt ein Stärkeschwert? Das ist jetzt die große Frage. Ich drehe mich lieber um. Woran sieht man das? Ach ja, am Scaling. Hier bin ich sicher zu schwingen einmal, ne? Ja, hier kannst du Schwingschwang machen. Oh, endlich ein Schwingschwang-Schwert. Ja, ich liebe Schwingi. Schau mal in den Dings nach, was das überhaupt für ein Schwert ist. Nicht da. Schau rein. Anwählen. Ja. So, womit scaled denn das? Das scaled doch mit. Was sind denn diese Symbole? Ist das jetzt Dingsens? Was sind diese komischen Wellenlinien? Guck doch mal im Menü nach. Ich guck mal nach, diese halben Wellen. Was bei ihr da steht. Diese halben Wellen. Beweglichkeit. Es ist halt doch ein Beweglichkeitsschwert. Dann gehen wir jetzt auf Beweglichkeit. Dann können wir ja doch auf Beweglichkeit gehen, was anderes geht ja gar nicht. Bisschen Stärke ist immer gut, also ist nicht schlimm, dass wir da was rein investiert haben. Aber dann gehen wir jetzt auf Beweglichkeit. Dann müssen wir wohl doch auf Beweglichkeit gehen. Nochmal? Ja, hau rein, den Schmutz. Ja gut, man muss es jetzt nicht übertreiben, aber okay. Art thou done? So, was haben wir denn jetzt? Haben wir jetzt immer noch 172 oder haben wir jetzt mehr Bombs? Wir haben jetzt ja eigentlich das Scaling erhöht. Nö, jetzt ist es immer noch nicht gut. Wieso scaled denn das nicht? Was ist denn das? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Mir ist dieses Spiel zu schwer. Werteboni. Nein, Moment. Das war das Falsche. Wir haben bei benötigte Werte geguckt. Das scaled mit... Ach nein, das scaled mit Magie, oder? Oder was ist dieses komische Geschwinge? Guck doch mal an den Charakterdinger rein da. Ja. Was ist denn das? Es ist ein Magieschwert. Ah. Ja, aber wir wollen ja sowieso mehr auf Magie gehen. Das heißt, aber jetzt haben wir uns aber auch schon für Beweglichkeit entschieden. Jetzt brauchen wir Beweglichkeitswaffen. Beweglichkeit und Magie ist doch gut. Nehmen wir beides. Wir nehmen Beweglichkeit und Magie. Ach, diese Runde läuft nicht gut. Wir nehmen Beweglichkeit und Magie und ich möchte jetzt hier weitergehen. Ist das eine gute Entscheidung? Du kannst jetzt weitergehen, wo du möchtest. Ich möchte jetzt... Ich meine, das Schwert ist geil. Erstmal. Aber es ist halt auch Magie. Obwohl, es ist ja eigentlich auch wieder gut, weil wir ja eben Magiemann sind. Eben. Das war eigentlich smart. Ich verstehe gerade deine Sorge nicht. Weil wir ja auf Stärke gehen wollten und das alles in Beweglichkeit geballert haben. Ja, ich wollte sowieso mal ein bisschen Magie gehen. Ja, Magie, aber die Beweglichkeit und die Stärke, das ist das Problem, was ich habe. Ich habe gerade richtig Schweißausbrüche bekommen, als du die fast gehauen hast. Ich habe richtig schwitzige Hände. Ich habe sie halt original nicht gesehen. Ich frage dich, bist du blind? Ja, anscheinend nicht so blind wie du. Aber ja, auch. Mein Gott, wenn ich die getroffen hätte. Das ganze Spiel kaputt. Dann hätten wir nochmal von vorne anfangen können. Ich sehe nichts. Das ist korrekt. Siehst du auch nichts? Doch, ich sehe alles. So sehe ich auch was. Vielleicht solltest du deinen Stuhl mal höher stellen, das hattest du eh vor. Aber mein Schreibtisch ist so klein, da kann ich mit einem Bein dagegen. Ich sehe witzig aus, wie ich gerade sitze. Ich kann mich immer nicht so viel auf meinem Stuhl bewegen, weil man könnte jedes Mal denken, ich pupse. Das stimmt. Alles tote Pferde, das mag ich nicht. Das Problem ist, du pupst ja auch ohne dich zu bewegen.
Ich konsumiere nicht so viel Eiweiß wie du. Du solltest nicht übers Pupsen reden. Ach, lenk nicht vom Thema ab. Kannst du ruhig offen im Internet dein Flatulenzproblem zugeben. Ein Wurfmesser, das kommt mir bekannt vor. Ein Flatulenzproblem haben die hier, weil die sehen aus wie frisch gepresst. Magie ist gut, weil das ist immer so ein kleiner heller Schimmer und dann kann ich gleich auch mehr sehen. Ich sollte mehr Magie rumschießen, dann sehe ich auch gleichzeitig mehr. Jo. Es sieht nicht gut aus hier. Oh, verbrannte Leichen. Kommt da gleich wieder der... Rache? Warum warnen Sie mich nicht, junger Mann? Warum warnen Sie mich nicht? Naja, du sollst das Spiel ja auch ein bisschen von selbst erleben, ne? Wenn ich dir alles verraten würde, wäre es ja auch ein bisschen langweilig. Kann ich da langrennen? Ja, aber nicht jetzt. Oh, wenn das alles doch mal so reicht. Was willst du denn von mir? Du musst laufen, wenn der gerade spuckt. Jetzt lauf! Lauf! Du hast nicht so viel Zeit. Und lass die Items liegen. Ich kann oh, aber nicht. Das geht nicht gut. Oh, das wird so knapp. Ja, ich hab gesagt, lassen Sie die Items liegen. Nein, Sie wollten nicht hören. Jetzt sind Sie halt tot. Das machen wir nochmal. Was denn? Jetzt ich wieder? Ja, natürlich. Soll ich mich hier wieder rumstressen? Jetzt soll ich die Seelen wiederholen, die du verloren hast. Tee. Da was man bei diesen Blobs immer gut machen kann, man kann bei denen gut die Scherben farmen. Willst du die jetzt alle nochmal töten oder willst du einfach durchrennen? Ich will ein paar Scherben farmen. Weil wir brauchen die für unsere Waffen. Puff. Damit das Klingklong macht, das Schwert. Klingklong? Aua, warum piekst du mich? Willst du mal unser Schwert ausprobieren? Unser Schwert? Ja. Ja, aber nicht gegen die. Die sind einfach mit ihrem Schild mir einfach zu doof. Ach komm, ich hab da jetzt keinen Nerv zu. Rennst du jetzt einfach? Ich laufe jetzt hier einfach mal lang. Die sind mir jetzt nicht so wichtig. Schaffen wir das zeitlich, die Seelen jetzt einzusammeln? Ja, da muss ich eigentlich so 20 Stunden stehen bleiben. Liegen da vorne, haben sie smart hingelegt. Man mag es kaum glauben, aber manchmal sind sie ja auch ein bisschen fair bei dem Spiel. Lauf weiter. Ah. Das sind so viele Items. Muss man die alle später einsammeln? Kann die irgendwie einsammeln. Aber erst, wenn ich mein Riesenschwert rausgeholt habe. Guten Tag. Ich bin hier, um sie umzubringen. Pams. Oh, das macht aber Aua. Guten Tag. Auch sie mache ich jetzt tot. Pams. Hey. Sie haben einen Schlag überlebt von meinem Riesenschwert. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Kommen wir denn da hin? Aber die überleben es nicht. Zack. Mit dem harten Schlag direkt ein Treffer. Ach ja, man kann ja auch verschiedene Schläge machen. Das ist korrekt. Das Spiel hat eine unfassbar hohe Komplexität. Man kann blocken, man kann schlagen, man kann Leute schlachten. Willst du dich heilen? Ich habe keine Ahnung, ob ich das versuchen möchte jetzt. Ich habe nicht die Muße dazu. Dann... Wir nehmen ja auch schon wieder sehr lange auf. Meinst du, wir sollten hier jetzt eine Unterbrechung machen? Bei dieser wilden Drachen-Action? Ja. Das kann man natürlich machen. Speichert der, wenn wir das da jetzt ausmachen? Wir können auch einfach erstmal zurückgehen. Ich habe jetzt nicht viel erreicht. Nein, das kann ich nicht. Doch, ich könnte schon, aber es ist gefährlich. Oh. Tu es, mach noch ein bisschen Action am Ende der Folge rein. Sei noch ein bisschen actionreich. Weil ich bin dafür, dann skillen wir noch einmal auf Magie. Ja. Ich habe mich jetzt schon verlaufen. Hier muss ich hin. Färbt ab. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Du schaffst das Rennen einfach. Ich weiß, wie ich das schaffe. So. Nein, anders. Ich muss ihn hier triggern und dann loslaufen.
dann kann deine Energie, ne? Ja, ach Mann, wenn man auch überall hängen bleibt, dann wird das auch nichts mehr. Der Aggressionsschlag. So, erstmal hier aufräumen. Oh, da liegt so viel. Wieso macht er denn jetzt da hin? Kann er jetzt mal triggern? Wir haben aber ein ultra sexy Gewand. Ich glaube, da kommt nicht so viel Feuer durch. Doch, weil wir ja jetzt ein Gewand anhaben, was eben nicht mehr so viel Feuerschutz hat. Läuft, fliegt er jetzt mal, bitte? Einmal kurz? Jetzt. Nee. Er triggert sich nicht. Muss weiter reinlaufen. Ist er jetzt, hat er sich jetzt vergessen oder was? Da ist er. Ja, dann kannst du glauben. Oh, jetzt kommt er. Jetzt aber auch schnell. Da locker, entspannt. Er ist aber auch schon da. Hilfe. Oh. Du lebst noch. Rennen. Sie ist zu easy. Sind wir wieder lustig jetzt, was? Hm. Entspannte Sache. Er kann auch noch ein paar Blobos mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir seelentechnisch mich schon ausreichen. Guten Tag. Deine Seele reicht mir aus. Zack. Zack. Das ist jetzt vielleicht auch alles nicht so ganz kreativ und gut, was wir hier machen. Wieso? Aber wir sind jetzt einfach mal im Safe-Mode. Dass wir jetzt einfach mal stumpf zurücklaufen. Das ist jetzt natürlich, hat das keinen Schauwert. Wir sind ja Schauwert genug. Findest du? Ja, das war ein großer Schauwert. Vielleicht sollte man so ein richtig ekelhaftes ASMR mit einbringen. Weil dann kann ich, während du farmst, einfach mich hier hinsetzen und schmatzen, weißt du? Das zieht bestimmt richtig viele Leute an. Das weiß ich nicht, ob das so hier dieses Klientel sein wird, das was sie hier anziehen. Bestimmt, so richtig ekelhaftes Schmatzen. Hm. Mm. So, jetzt bin ich beim Keilstein. Darf ich skillen? Selbstverständlich. Und dann moderieren wir das Ganze hier ab. Weil dann hat das auch alles keinen Sinn mehr heute. Ja, alles klar. Oh, jetzt steht sie da. Sie steht auch immer woanders, ne? Ja, sie steht immer woanders. Man muss sie immer suchen. Man muss sie halt auch mal einfach angreifen. Nein, das natürlich nicht. Ich glaube, es reicht aber nicht. Nicht so? Du musst ein bisschen Seelen poppen. Pop that souls. Zack. Nein. Ja, fast. GGST benutzen. Ja, blinde Frau. Magie war richtig, ne? Du wolltest jetzt auch Magie skillen, ne? Zack. Bam. So, ja. Hat sich das Ding jetzt verbessert. Jetzt muss es aber geknallt haben. 174. Wow, das knallt aber gut. Das skaliert halt mit A, das ist schon geil. Das skaliert schon extrem. Das ist eigentlich für unseren Magiemann, ist das Schwert eigentlich ziemlich gut. Das. Ja. So. Das ist eigentlich schon extrem gut. Ich würde sagen, diesmal machen wir die Abmoderation, wenn wir Harald richtig gut sehen können. Das machen wir, aber wir blenden ja eh wieder über. Das stimmt. Wir müssen ja in den Vollbildmodus schalten. Und das machen wir, indem wir überblenden. Da sind wir schon wieder. Hallo. Dann sagen wir tschüss. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal bei Harald. Demon's Souls. Bei Harald Gaming. Harald Gaming? Harald Gaming. Harald Gaming. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.